Und da sind wir wieder bei The Waven. Und ich hoffe, ich finde die letzten Hinweise, die wir für das Kombinationsschloss brauchen, jetzt möglichst rasch. Dr. Gebhardt? Ja? Haben Sie schon mal von einem Picasso gehört? Nein, tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Kennen Sie die ägyptische Königin Nofretete? Ja. Es gibt eine berühmte Büste von ihr. Echt? Erzählen Sie mehr. Nun reicht es aber. Ich sage es Ihnen so freundlich, wie ich kann. Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe. Morgen können wir über all dieses belanglose Zeug sprechen, wenn es dann unbedingt sein muss. Ich muss weiter. Gott sei Dank. Fragen wir mal Adil, ob er noch was Neues beisteuern kann. Adil? Ja? Wegen der Kombination. Ja? Guernica hängt in New York. Okay. Hast du eine Ahnung, was das Wappentier New Yorks ist? Ein Adler? Hat doch alles was mit Adlern zu tun da drüben. Das höre ich nun schon zum zweiten Mal. Aber nein, ein Adler kann es nicht sein. Alberto Duerrero. Was ist mit dem? Was ist sein bekanntestes Kunstwerk? Schwer zu sagen. Er hat viel gemacht. Er war ein Pionier des Holzschnitts und der Drucktechnik. Die Baronin hat sein Monogramm als Hinweis hinterlassen, nicht den Namen eines seiner Kunstwerke. Es muss also ein Bild geben, das jeder sofort mit ihm verbindet. Nein, nicht, dass ich wüsste. Obwohl, er hatte ein bevorzugtes Motiv. Und zwar? Sich selber. Es sind etliche Selbstporträts erhalten. Das ist es. Der Künstler ist zugleich das Kunstwerk. Klingt logisch. Das bekannteste Selbstporträt hängt im Prado in Madrid. Ich habe es vorletztes Jahr mit eigenen Augen bewundert. Hat Madrid so etwas wie ein Wappentier? Sicher. Einen Bären. Man findet ihn auf dem Wappen und überall in der Stadt. Hervorragend. Der Bär also. Ich brauche nur noch ein Tier. Ich mache mich wieder auf den Weg. Verbrauch nicht das ganze heiße Wasser. Aber niemals. Okay, jetzt fehlt also nur noch ein Tier, das man mit Nofretete in Verbindung setzen würde. Da kann vielleicht nochmal Lady Westmacott die helfen. Die Lady ist kein Freund seichter Gespräche, was ich sehr schätze. Ich sollte sie erst wieder ansprechen, wenn ich ein echtes Anliegen habe. Ich weiß nicht warum. Viele Menschen öffnen sich mir gegenüber. Ist das eine Gabe? Oder ein Fluch. Es muss schrecklich sein, am Ende seines Lebens verbittert zurückzublicken. Vor allem, wenn es ein großes Leben hätte sein können. Ich sollte lieber weiter meinen Privatzugang, wenn mich jemand dabei beobachtet, wie ich die Kabine der... Ja, das wäre auch besser. Also die Tür zu benutzen... Was ist das? Ja, die Tür zu benutzen, egal von welcher Seite, wäre auf jeden Fall keine gute Idee. Da gebe ich ihr recht. Ich kann halt mit niemand anders mehr reden, denke ich. Ich glaube, ich muss einfach mit dem Professor reden. Eine andere Wahl habe ich nicht. Oder ich übersehe irgendwas. Professor Lucien könnte mir sicherlich alles erzählen, was es zu Nofretete zu wissen gibt. Aber er könnte sich auch erinnern, dass ich in London in seinem Museum war. Besser, ich spreche ihn nicht an. Okay, lass mich kurz überlegen.
echt unsicher. Also wir wissen jetzt, ein Bär und ein Löwe spielen auf jeden Fall eine Rolle. Aber die Sache mit New York, das beschäftigt mich immer noch. Und der Kapitän hat gesagt, er war schon mal in New York. Die Plakette berichtet stolz von der ersten Atlantiküberquerung des Schiffes. Die Stadt New York begrüßt die MS Lydia. Okay. Okay, hier auf der Plakette ist das Wappen von New York City. Da ist der obligatorische Adler. Der kann es nicht sein. Auf dem Schloss gibt es kein Adlersymbol. Aber hier, wie putzig, auf dem Wappen von New York City hocken zwei Biber. Guernica gleich New York gleich Biber. Das war's. Mit dem dritten Tier habe ich alles, was ich brauche. Das vierte Tier kann ich durch Ausprobieren herauskriegen. Aber ich könnte natürlich auch noch das vierte Symbol enträtseln, um sicher zu gehen. Das könnte sie wohl, ja. Frage ist, ob da ein guter Hinweis für existiert, ne? Würde mich jetzt interessieren. Ich würde mal ein paar Minuten kurz gucken. Also, wir haben einen Bären für Madrid. Wir haben den Biber für New York. Und wir haben den Löwen für den Papst. Diese Zeitschriften. Ob mir die Kunstzeitschrift bei den Symbolen weiterhilft? Stimmt, die haben wir uns noch nicht angeguckt, seit wir das Kombinationsschloss gesehen haben. Tatsächlich. Ein Artikel über verschiedene Kunstwerke und wie sie den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Und hier ist auch ein Bild der Büste der Nofretete. Das einzigartige ägyptische Kunstwerk wurde 1913, Ausfuhrgenehmigung nach Deutschland, Zweiter Weltkrieg, Tresor der Reichsbank, dann Flakbunker, schließlich Stollen eines Salzbergwerks, verhinderte Ausfuhr der Büste in die Vereinigten Staaten. Seit 1956 wieder in Berlin. Freuen uns sehr, bla 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 bla. Demnächst im Ägyptischen Museum von Berlin und hoffentlich irgendwann in einem wiedervereinigten Berlin auf der Museumsinsel. Okay. Die Büste der Nofretete befindet sich also in Berlin. Und welches Tier befindet sich im Wappen der Stadt? Der Berliner Bär. Alle vier Symbole entschlüsselt. Ich bin so gut. Nichts wie zurück in die Kabine der Baronin. Ein Edelstein wartet auf mich. Okay, also man kann theoretisch alle vier Symbole enträtseln. Wenn man aber drei gehabt hätte, hätte man es halt schon versuchen können. Ja. Oh mein Gott. Baronin von Trebitz? Alles in Ordnung? Hallo? Baronin? Hallo? Adil! Was ist passiert? Die Baronin! Überall Blut! Aber wer... Ich weiß nicht. Inch? Das ergibt doch keinen Sinn. Keine Bewegung! Zellner, hier oben! Da haben wir ja unseren Schatten. Wer bist du? Ich nix gemacht. Ich Kuh. Na sicher. Was machst du hier? Nur frische Luft. Ah. Ja, sicher. Du wolltest nur mal frische Luft schnappen.
Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Er behauptet, zur Crew zu gehören und nur mal kurz frische Luft schnappen zu wollen. Na klar. Und niedergeschlagen hast du mich dann wohl auch nicht, oder? Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. Dort unterhalten wir uns weiter, mein Freund. Hier konnten wir den Stein dann wohl doch noch nicht austauschen. Was soll denn? Nichts getan. Das sieht Inspektor Legrand anders. Bewegung. Aber ich muss in... Ein Schuss! Das weiß ich selber. Los, voran, ab in die Zelle! Au! Okay, jetzt sind wir scheinbar wieder Adil. Was ist gestern Abend passiert? Was genau meinst du? Dass du auf dem Schiff herumspaziert bist? Dass du dich hast erwischen lassen? Dass du die gesamte Aktion gefährdest? Du mich in Gefahr bringst? Ich habe niemanden umgebracht. Sie haben mich rein zufällig verhaftet. Sie müssen mich in Kairo laufen lassen. Es wurde doch jemand umgebracht, oder? Ich meine, der Schuss... Warum sagen Sie nichts? Ich führe ein Gespräch, das du nicht hören kannst. Was ist gestern Abend passiert? Baronin von Trebitz wurde ermordet. Sie? Nein. Wäre es nach mir gegangen, hätte sie erst in ein paar Wochen einen Unfall gehabt. Stattdessen hat ihr jemand aus kurzer Distanz ins Herz geschossen. Brechen wir die Aktion ab? Nein, Mr. X steht bereit. Und als Quasi-Hinterbliebener kann ich mich sicherlich frei im Museum bewegen. Der Tod der Alten ändert nichts. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich bin durchaus fähig, einen Zugang zu einem Frachtraum zu finden. Es war sogar ganz einfach. Ich musste nicht durch irgendwelche Lüftungsschächte kriechen oder etwas in der Art. Und wie geht es jetzt weiter? Ich könnte ausbrechen und... Bis nach Kairo schwimmen? Also bleibe ich hier und warte? Man wird dich in Kairo verhaften und wegen des Mordes verhören. Selbst wenn sie dich nicht ins Gefängnis stecken, würde das Tage dauern. Und wenn wir den Mörder finden, dann hätte man wenig Grund, mich lange festzuhalten. Oh, ich bin dir einen Schritt voraus. Nervös? Das wäre ich an deiner Stelle auch. Diesen Zellner hatten wir nicht auf der Rechnung. Gefällt mir nicht. Er stochert im Dunkeln. Legrand ist das eigentliche Problem. Ich werde mich trotzdem um ihn kümmern. Wie? Dr. Gebhardt hat die Baronin auf dem Gewissen. Cleveres Kerlchen. Aber ich habe ihn bei seinen Vorbereitungen beobachtet. Aber dann müssen Sie Legrand ja nur einen Tipp geben und ich bin so gut wie frei. Das dachte ich zunächst auch. Aber dann habe ich gedacht, warum eine Chance ungenutzt lassen? Ich habe Zellner auf die Fährte des lieben Doktors gesetzt. Er treibt Gebhardt in die Enge und der beginnt um sich zu schlagen. Er könnte unseren Schweizer Freund treffen. Vielleicht sogar Legrand. Das können Sie nicht tun. Der alte Kerl macht doch nur seinen Job. Ich auch. Inch, es ist genug Blut geflossen. Inch, niemand soll mehr sterben. Verdammt, ich muss hier raus und Wachtmeister Zellner warnen. Wie sich das alles jetzt so im Nachhinein verwebt, ne? Schon gut geschrieben, muss man sagen. Also die Autoren, die haben das richtig gut gemacht. So. Ich vermute, dass dieser Käfig eine Art Arrestzelle für Crewmitglieder ist. Nicht das sicherste Gefängnis der Welt, aber trotzdem ein Problem.
habe heute Nacht kein Auge zugemacht. Ich wusste nicht, was geschehen war und musste immerzu an Alex denken. Ich nehme mal an, Alex ist der Name unserer Freundin. Die Decke hat sich am Nagel verfangen. Ein Brett und ein Nagel. Ja, das klingt doch schon mal nach was, womit man erstmal arbeiten kann. Ich befürchte, das wird nicht funktionieren. Ja, der Nagel ist deutlich zu dick und passt nicht ins Schlüsselloch. Ein relativ modernes Schloss. Kleiner Schlüssel, 5 Stifte. Mit dem richtigen Werkzeug ließe sich das knacken. Also ich denke, das Schloss ist es nicht. Aber Moment mal, die Tür muss ja auch Scharniere haben, oder? Wie alles auf dem Schiff sind die Stangen und auch die Scharniere nicht mehr taufrisch. Und trotzdem sind sie viel zu stark, um die Tür einfach aufzutreten. Ja, aber vielleicht kann ich mit dem Nagel die Tür aus den Scharnieren drücken. Ich glaube, es geht. Das war der erste. Ich hänge sie wieder ein. Wenn ich Glück habe, wird niemand etwas von meiner Flucht bemerken. Okay. Feuer stellen auf Schiffen eine größere Gefahr dar, als man denken würde. Auf modernen Schiffen gibt es überall Feuermelder, Feuerlöscher und Schläuche. Dass Deputy Oliver noch immer Wache hält. Er hat heute Morgen einen Blick in den Frachtraum geworfen. Das heißt, wir müssen irgendwo anders hier raus. Eine Vertiefung im Boden. Ich glaube, an der Stelle kann man Gurte und so ein Zeug befestigen. Die Halterung ist im Boden eingelassen, damit niemand über sie stolpert. Da oben. Ein Gitter. Darüber ein Rohr mit Knick. Sonnenlicht scheint herein. Das könnte mein Weg nach draußen sein. Das Gitter ist an 4 Punkten verschweißt. Und leider ist nicht jede Ecke so verrostet wie diese. Oh, ich habe eine Idee.
Diese Schläuche halten einiges aus. Sind ein guter Seilersatz, wenn man bei einem Einbruch keine Kletterseile in ein Gebäude schmuggeln kann. Ich glaube, der Schlauch war jetzt schon die Lösung tatsächlich. Da habe ich zwar nicht mit gerechnet, aber wenn man den Schlauch auf der einen Seite hier befestigt, ihn dann hier unten... Nein, das geht so nicht. Der Schlauch ist zu breit. Eine Vertiefung im Boden. Ich glaube, an der Stelle kann man Gurte und so ein Zeug befestigen. Die Halterung ist im Boden eingelassen, damit niemand über sie stolpert. Nein, das geht so nicht. Nein, das ergibt so keinen Sinn. Ich muss ihn irgendwo... Was ist das? Wow, schwer. Auf Schiffen ist alles etwas größer und schwerer als sonst wo. Auch Umlenkrollen. Ah, Moment. Eine Umlenkrolle. Eine Vertiefung im Boden. Ich glaube, an der Stelle kann man Gurte und so ein Zeug befestigen. Die Halterung ist im Boden. Alles gut, alles gut. Moment. Umlenkrolle. Genau, die Umlenkrolle befestigen wir dort. Dann führen wir den Schlauch an der Umlenkrolle vorbei. Und das andere Ende oben ans Gitter. Ja. Und jetzt betätigen wir mal die Kransteuerung. Also wow. Das war lauter als erwartet. Hoffentlich hat niemand etwas bemerkt. Und hoffentlich komme ich noch rechtzeitig, um alle vor dem Doktor zu warnen. Gut. Aber ob er rechtzeitig kommt, um alle vor dem Doktor zu warnen, denn wie wir wissen, wird Zellner die Begegnung mit dem Doktor ja überleben. Aber wie? Vielleicht erfahren wir jetzt Details. Naja gut, wie gesagt... Hoffen wir das Beste. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich bin gespannt. Wir gehen ja mit großen Schritten Richtung Kairo und Richtung Finale. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.